Herzlich willkommen, liebe Journalistinnen und Journalisten, beim nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Marlene Halbach und wir möchten heute über das Thema sprechen. Welche Inzidenz können wir uns eigentlich zukünftig erlauben? Ein Ausblick auf die nahende Covid-19-Welle. Ich glaube, über die Basics, sage ich mal, sind sich mittlerweile alle einig. Also je mehr vollständig geimpft sind, desto weniger hart schlägt eine neue Welle auf. Dass sie kommt, ist irgendwie auch unstrittig, weil mittlerweile verzeichnen wir wieder ordentliche Wachstumsraten in vielen Ländern, auch in Deutschland, auch wenn es jetzt mittlerweile diese Woche leichte Hinweise auf eine Abschwächung des Wachstums gibt. Eine weitere Welle trifft natürlich Ungeimpfte besonders hart. Und das sieht man jetzt auch schon schön an den steigenden Fallzahlen unter den 15- bis 29-Jährigen zum Beispiel. Aber jüngere Personen, haben wir mittlerweile ja auch gelernt, haben auch ein geringeres Risiko für schwere Verläufe und Tod. Also die Belastung des Gesundheitssystems dürfte bei gleichen Inzidenzen wie im Winter deutlich geringer ausfallen. Aber um wie viel eigentlich genau? Dabei sollen ja Modellierungen helfen, das abzuschätzen. Zwei sind heute auch Thema. Eine vom Robert-Koch-Institut, die auch in der Zusammenfassung angekündigt war. Die wurde vergangene Woche veröffentlicht. Und eine Modellierung der Belastung der Intensivstationen, an der Herr Schuppert beteiligt war, maßgeblich, der auch heute hier ist. Und die werden wir heute auch besprechen. Die liefern allerdings keine konkrete Antwort auf die Frage, was ist denn nun der Grenzwert der Inzidenz, den wir uns erlauben können. Und deshalb diskutieren wir heute auch nochmal mit Experten über diese Frage. Auch anhand eines Blicks in andere europäische Länder, die Herr Busse uns bieten wird. Ich habe jetzt schon zwei der Experten vorgestellt. Wir haben 50 Minuten Zeit, darüber zu diskutieren, und zwar mit Professor Dr. Christian Althaus. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Immunoepidemiologie am Institut für Sozial- und Präventivmedizin an der Uni Bern in der Schweiz. Wir haben Professor Dr. Reinhard Busse im Plenum, Leiter des Fachgebiets Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin und Co-Direktor des European Observatory on Health Systems and Policies. Und er ist auch noch Mitglied im Fachbeirat des Bundesgesundheitsministeriums. Ich hoffe, das stimmt auch immer noch, Herr Busse. Und wir haben noch als Dritten im Bunde schon angesprochen Professor Dr. Andreas Schuppert. Er ist Arbeitsgruppenleiter am Institute for Computational Biomedicine und Direktor des Joint Research Center for Computational Biomedicine an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Wie immer können Sie schon Ihre Fragen, die Sie jetzt schon haben, in dem Q&A-Tool, also Fragen- und Antwortmodul von Zoom stellen. Mein Kollege wird die dann sammeln, mir reingeben und ich kann sie an geeigneter Stelle hier ins Plenum reinreichen. Wie immer wird auch dieses Pressbriefing aufgezeichnet und nachher auf der Website zusammen mit einem Transkript veröffentlicht. Dann würde ich direkt mal einsteigen und zwar heute in alphabetischer Reihenfolge, also Herr Althaus. Wir haben ja die zwei Modellierungen schon angesprochen, die von Herrn Schuppert und vom RKI. Eingangs möchte ich gerne wissen, welche Inzidenz können wir uns denn konkret erlauben? Die Modelle sind ja immer auch eine Abschätzung. Wie bewerten Sie die Werte, die so bisher in den Ring geworfen sind? Beispielsweise hat Bundesgesundheitsminister Spahn hier gesagt, 200 ist die neue 50. Also eine 200er Inzidenz können wir uns erlauben. Oder Herr Drosten hat gesagt, viermal mehr Infektionen erlauben bei den Ü-60-Jährigen. Wie sind solche Abschätzungen zu bewerten und welche Grenzwerte an Inzidenzen legen Sie zum Beispiel auch in der Schweiz an? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank für die Einleitung zu diesem Briefing. Also wenn man von Grenzwerten und Inzidenzen spricht, muss man sich natürlich klar werden, ob man tatsächlich über bestätigte Fälle spricht, wie wir das jetzt in den letzten eineinhalb Jahren vor allem gemacht haben, oder ob man jetzt nicht vermehrt den Fokus auf die Hospitalisation legen wird, weil in den meisten oder in allen europäischen Ländern geht man jetzt in eine Phase über, wo die meisten Leute, die das wollen, geimpft sein werden und sich das Virus wahrscheinlich stärker ausbreiten wird. Das heißt, zu einem gewissen Zeitpunkt wird die Inzidenz relativ hoch sein. Es ist vorläufig noch schwierig abzuschätzen, wie stark dadurch die Belastung des Gesundheitssystems wird. Aber ein sehr deutlicher Indikator sind eben die Hospitalisationen. Und die sind ja jetzt nicht einfach null diesen Sommer. Also es gibt auch jetzt tägliche Hospitalisationen in den europäischen Ländern. Und anhand dieses Faktors kann man ziemlich gut abschätzen, wie man die nächsten Wochen und Monate verfahren möchte. Also in der Schweiz ist man eigentlich davon weggekommen, Grenzwerte wirklich strikte zu benutzen, für was die bestätigten Fälle anbelangt, weil es gibt dann natürlich damit Probleme. Diese Zahlen sind sehr stark abhängig vom
vom Testregime, das gemacht wird, von der Art der Tests, die benutzt werden. Und jetzt beispielsweise über diese Sommerperiode mit den Ferien, wo sich vielleicht viele Leute vor den Ferien noch testen und dann erst anschließend wieder, kann das auch teilweise etwas verzerrt sein. Und der wesentliche Faktor in der Schweiz ist jetzt doch eher die Hospitalisationen. Da hat man so einen Schwellenwert von 120. Das ist kein strikter Schwellenwert, aber der wird immer wieder betont, dass das ein Schwellenwert ist, den man im letzten Herbst natürlich erreicht hat. Und falls es jetzt im Herbst oder Winter wieder dazu kommen würde, dass man diese Schwelle erreicht, dass es dann wieder zu weiteren Maßnahmen führen würde in der Schweiz. Darf ich da vielleicht mal nachhaken? 120 heißt tägliche Neuaufnahmen in der Schweiz oder liegen gleichzeitig in Behandlung im Krankenhaus? Wie genau? Das sind tägliche Neuaufnahmen. Auch da muss man natürlich vorsichtig sein mit den Zahlen. Ich halte Inzidenzen immer für die besseren Faktoren. Also das sind die täglichen neu bestätigten Fälle oder neuen Eintritte ins Spital oder neuen Einweisungen auf die Intensivstation und also nicht die absolute Belegung. Aber die absolute Belegung lässt sich dann dadurch berechnen, wenn man davon ausgeht, dass die Leute vielleicht 5 oder 7 oder 10 Tage durchschnittlich im Spital oder auf der Intensivstation liegen. Also diese 1200, das sind neue Hospitalisationen. Auf Deutschland würde das dann den Faktor 10 höher sein, also etwa 1200 Hospitalisationen pro Tag als Schwellenwert in Deutschland. Genau. Also 120 in der Schweiz, 1200 würde es in Deutschland ungefähr heißen, nach Ihrer Hochrechnung. Sie haben gerade gesagt, dass die Schweiz diesen Wert auch schon erreicht hat in der Winterwelle. Das heißt, man hat schon auch einen Wert genommen, bei dem Sie schon mal waren, also da, von dem Sie wissen, was das heißt fürs Gesundheitssystem. Das ist nicht jetzt ein Grenzwert, den man noch nie erreicht hat, sondern man weiß, okay, wenn ich den übertrete, dann muss ich sofort was machen, weil da war die Grenze auch schon, also die ist bekannt, dass das ein Problem wird dann. Ja, ich denke, deshalb wurde dieser Grenzwert benutzt, weil im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie stark Sie das mitbekommen haben, in der Schweiz hat man das schon sehr lange gezögert. Die Zahlen sind sehr stark angestiegen. Man hatte sehr wenige Maßnahmen im Oktober. Man hatte sogar noch Großveranstaltungen. Deshalb ist es sehr schnell zu einer sehr starken Belastung des Spitalwesens gekommen und dann mit einer Spitze von etwa 90 oder 100 Todesfällen pro Tag und ich glaube etwa 250 Spitaleinweisungen pro Tag und das ist jetzt etwa die Hälfte. Also, dass man sicher, wenn man sieht, dass man diesen Wert von 120 erreicht, dass man dann wirklich sich gut überlegt, was man jetzt in den nächsten Wochen machen möchte. Okay, also das fasst noch einen Puffer von mal zwei drin zu dem, was man mal im Maximum hatte, könnte man so sagen. Da ist natürlich ein Puffer drin, aber es ist natürlich so, wenn jetzt tatsächlich die Zahlen stark ansteigen würden, dann ist man ja auch irgendwann bei 50 oder 70 und dann beginnen dann natürlich wirklich die Diskussion, was genau man machen möchte bei einem Wert von 120. Okay, super. Für den Moment würde ich es dabei belassen und zum nächsten Experten übergehen, und zwar zu Herrn Busse. Sie haben eine kleine Präsentation vorbereitet. Das klappt hervorragend. So, jetzt sind Sie nur klein bei mir, das würde ich direkt schon mal vorweg schicken. Wenn jetzt jemand was sagen möchte, vor allen Dingen Herr Schuppert und Herr Althaus, die sehe ich gerade nicht, dann müssen Sie sich mal eben kurz wörtlich melden. Ansonsten würde ich Sie bitten, tragen Sie gerne einmal kurz vor. Ja, vielen Dank, Frau Heubach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte nur 4 ausgewählte Slides bringen. Und zwar zunächst, also angesichts der jetzigen Diskussion, die uns ja allen klar ist, ist es, glaube ich, doch nochmal gut, einmal zurückzugucken auf die Situation in Deutschland. Und das habe ich ganz neu auch hier jetzt ergänzt. Die habe ich bisher nicht gezeigt. Die Daten, die wir vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus bekommen, die noch etwas genauer sind, weil das ja die tatsächlich abgerechneten Covid-Fälle sind. Wir sehen hier in blau, in blauen Säulen, die stationären Aufnahmen im letzten Jahr, also im Jahr 2020. Und in orange die Zahlen von den ersten 5 Monaten, so bis etwa Mitte, Ende Mai. Wir mussten das dann abbrechen, weil ja nur die Entlassenen schon drin sind. Von bis Mitte Mai, die aufgenommen sind. Hier Anzahl Behandlungsfälle, das sind die neu aufgenommenen Fälle pro Woche. Das ist also ganz gut vergleichbar mit den Zahlen, die gerade Herr Althaus aus der Schweiz gebracht hat. Da waren es ja pro Tag. Er hatte gesagt, wenn wir das auf Deutschland übertragen würden, wären es ja 1200 am Tag. Wenn das jetzt pro Woche ist, müsste man es halt mal 7 nehmen. Da wäre also hier sozusagen der Wert bei 8400 gewesen. Und wir sehen, dass das
gegen Jahresende die Zahlen in Deutschland etwa so bei 14.000 gelegen haben, also neu stationär aufgenommene Fälle pro Woche. Auch das muss man dann natürlich, um die gleichzeitige Belegung herauszubekommen, entsprechend mit der durchschnittlichen Verweildauer mal nehmen. Die lag, das wissen wir bisher von den 2020er-Zahlen, so bei 11,5 Tagen in Deutschland. Dann kommt man dann also auf entsprechend höhere Werte. Also man muss ungefähr die wochenweisen Zahlen noch mal 1,5 nehmen. Was ich hier auch abgetragen habe, das sind die Linien mit den Punkten. Das sind in dem gleichen Maßstab, das sind diejenigen, die auf Intensivstationen behandelt worden sind in Deutschland. Und das kann man sozusagen ins Verhältnis setzen. Wir sehen am Anfang in Blau, da wo ich reingeschrieben habe, Inzidenz 40. Wir müssen uns auch mal erinnern, in der ersten Welle hatten wir eine Inzidenz von 40 mit sehr, sehr hohen Krankenhausaufnahmeraten im Vergleich dazu. Dann hatten wir in der zweiten Welle, die war der maximale Inzidenzwert etwa 250 und in der dritten Welle ungefähr 200. Wir sehen, dass die dritte Welle und die zweite Welle, dass die Krankenhausaufnahmen proportional waren, etwa in der zweiten und dritten Welle gegenüber der Inzidenz. Was ein bisschen angestiegen ist in der dritten Welle, war die Anzahl der Patienten in Deutschland, die auf intensiv behandelt worden ist. Vielleicht kommen wir auf den Faktor ja auch nochmal zurück. Und den erläutere ich weiter hier in der nächsten Folie. Die nächste Folie ist ein Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Ich vergleiche Deutschland hier mit Dänemark, Frankreich, Niederlande, Spanien, Großbritannien, also ausgewählten Ländern, die im Mittelpunkt des Fokuses stehen und natürlich auch, wo wir Daten bekommen haben. Diejenigen, die bei der Pressekonferenz im März da waren, wissen, da hatte ich schon mal das, was hier gelb und grün ist, gezeigt. Ich habe jetzt das, was bei uns in Deutschland die dritte Welle war, ergänzt hier. Und für die jeweiligen Länder habe ich drei Zahlen immer herausgesucht. Einerseits, wie viel Prozent von allen testpositiven Fällen denn überhaupt stationär aufgenommen worden sind. Da sehen wir, das war in Deutschland, in der ersten Welle waren das 21%, in der zweiten Welle 11% und in der dritten Welle 8%. Dann, wie viele von denen, die schon im Krankenhaus waren, dann auf intensiv gekommen sind. Das waren in der ersten Welle 30%, in der zweiten Welle 21% und in der dritten, wie gerade gesagt, wieder etwas mehr mit 24. Und dann kann man natürlich auch ausrechnen, wie viele von allen Infizierten auf intensiv waren. Sie sehen die Zahlen da, das war in Deutschland in der ersten Welle 6%, in der zweiten 2,3 und in der dritten ungefähr gleich viel mit 2,0. Ich habe dann die anderen Länder zum Vergleich nochmal mitgebracht. Was man da sieht insbesondere, ist eben ein, zumindest gegenüber der ersten Welle, ab der zweiten Welle ein deutlicherer Lernfortschritt oder eine Veränderung des Verhaltens bezüglich der stationären, aber auch der Intensivaufnahmen. Sie sehen das, die betrug in der zweiten Welle im Schnitt der anderen Länder, wo bei uns 2,3% auf intensiv gekommen sind, waren es in den anderen Ländern mit kleinen Variationen, am zweitmeisten in Frankreich 0,5%. Das ist insgesamt in der dritten Welle, wo ja auch der Impffortschritt in den Ländern auch noch nicht so groß war oder gerade erst angefangen hatte, ist das in vielen Ländern wieder auch angestiegen, sodass es dann zum Teil in Frankreich, Sie sehen aber auch in Spanien, näher an dem deutschen Wert war. Wir aber da trotzdem am höchsten liegen. Das ist vielleicht auch noch ein Faktor, auf den wir mal zurückkommen müssen, dass wir eben von den anderen Ländern und die Koppelung Inzidenz zu Krankenhausfällen bzw. Inzidenz zu Intensivfällen, dass wir die nicht 1:1 nach Deutschland übertragen können, weil wir höhere Quoten haben von denjenigen, die auf intensiv landen. So, jetzt folgt, jetzt ist sozusagen, diese Grafik endet ja im Mai, also mit der aus unserer Sicht dritten Welle. Und interessant ist ja jetzt, was in den Ländern ist, wo bereits wieder eine Welle läuft, vielleicht auch schon sich dem Höhepunkt nähert, nämlich Großbritannien und die Niederlande. Betrachten wir uns zunächst Großbritannien und diese sind die Inzidenzzahlen hier wiederum dargestellt mit Tageswerten hier, also 20K sind 20.000, 40K sind 40.000 und so weiter, die Neuinfizierten. Und man sieht, in Großbritannien ist das jetzt die vierte Welle, würde man sagen, und die ist von der Inzidenz ähnlich hoch
wie die dritte Welle, die um Silvester war. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie stellt sich das dar in Bezug auf die Krankenhausaufnahmen? Und das ist im gleichen Maßstab, in der gleichen zeitlichen Dimension hier, sind das jetzt die täglichen Krankenhausaufnahmen. Also wiederum diese Größenordnung, die wir von Herrn Althaus gehört haben aus Großbritannien. Und man sieht, dann kann man diese, also es, man sieht natürlich, es gibt schon so diese vierte Welle hier ganz, ganz rechts. Aber wenn man die in Bezug setzt zu den Neuinfizierten, dann wissen wir, und das hatte ja auch die vorherige Tabelle gezeigt, da waren 7%, waren auch in der Tabelle drin in Großbritannien in der zweiten und dritten Welle. Da sieht man hier die 7% und da liegen wir jetzt bei 2%. Also um den Faktor 3,5 niedriger. Natürlich kann man immer sagen, vielleicht gibt es da noch einen kleinen Zeitverzug, dann ist vielleicht der Faktor nicht 3,5, vielleicht ist er auch nur Faktor 3, aber doch deutlich. Was sich nicht verändert hat, ist sozusagen der Zusammenhang von denjenigen, die dann überhaupt stationär kommen und denjenigen, die auf Intensivstation sind. Also da bleibt es ungefähr so, dass unter denjenigen, die überhaupt im Krankenhaus sind, gleich viele etwa wie vorher dann beatmungspflichtig werden, wie hier in Großbritannien dargestellt. Aber das sind natürlich dann entsprechend auch um den Faktor 3,5 weniger, weil das ja an die stationären Aufnahmen gekoppelt sind. Ähnliches sehen wir aus den Niederlanden. Hier sind es jetzt, hier habe ich mal nur fokussiert auf die Intensivaufnahmen pro Tag. Das ist also natürlich nochmal einen entsprechenden Faktor kleiner. Hatten wir ja gesehen, dass halt je nach Land und je nach Welle nur so 10-20% der überhaupt stationär Aufgenommenen auf Intensiv kommen. Dies sind die täglichen Neuaufnahmen in den verschiedenen niederländischen Wellen. Und auch da habe ich Ihnen mal mitgebracht, wie sich die Inzidenz entwickelt hat. Da sehen wir ein ähnliches Phänomen wie in Deutschland. Am Anfang war eigentlich relativ niedriger Inzidenz aus heutiger Sicht, ungefähr so wie in Deutschland, mit 40 in der Spitze, sehr, sehr viele Intensivaufnahmen. Dann so in der Niederlanden weiß ich gar nicht, wo ich da so zweite, das ist ja zweite, dritte, vierte Welle fast hier, wenn man sich das anguckt, war dann bei der Inzidenz von 300, die also über unserer waren, waren das auch ähnliche Aufnahmen auf den Intensivstationen von der Menge her. Und jetzt sind wir in den Niederlanden ja bei 9 Höchstwerten in der dortigen Inzidenz. Also die Inzidenzzahlen sind dort höher, als sie jemals waren, liegen derzeit bei etwa 350. Wir erkennen aber, dass die täglichen Neuaufnahmen eben doch so, naja, um den Faktor 3 etwa niedriger liegen als in den letzten Wellen. Das ist also der Stand, wie er sich derzeit in den am meisten betroffenen Ländern, zumindest aus den Ländern, wo wir eben auch zeitnah Daten gewinnen können, die auch sehr übersichtlich dargestellt werden, wie der sich zurzeit darstellt. Und natürlich, wie gesagt, wir sehen Faktor 3 bis 4 Unterschied zu den vorherigen Wellen. Ob das in Deutschland sich genauso widerspiegelt, hängt natürlich auch davon ab, wie sozusagen in Deutschland von den Ärzten, die alle das Einweiseverhalten und innerhalb der Krankenhäuser die Entscheidung getroffen wird, Patienten auf Intensivstation zu legen. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Busse. Können Sie gerne, genau, dann sehen wir uns auch erstmal wieder. Dann können wir ganz kurz nochmal eben drüber diskutieren, denn hier kommen schon Nachfragen auch im Chat. Warum, also wir hatten das bei dem letzten Pressbriefing, das Sie ja auch schon angesprochen hatten, schon diskutiert, aber warum sind immer noch die Hospitalisierungen in Deutschland am höchsten? Also die ITS gehen ja, da sind ja auch alle Länder, die ungefähr gleich sind, aber gerade die Hospitalisierungsraten sind ja immer noch höher als in anderen Ländern. Ganz kurz vielleicht so grob, naja, die Faktoren, die da reinspielen. Das ist ja bei uns mit allen Krankheiten so. Wir haben 50% für alle Kranken. Also sozusagen insgesamt haben wir 50% mehr pro Kopf der Bevölkerung Hospitalisierung als in den Ländern um uns herum. Gegenüber ausgewählten Ländern wie Dänemark ist es Faktor 2. Wir gehen da, das ist immer ein bisschen sozusagen, machen es die Patienten, wollen die ins Krankenhaus? Sicherlich nicht. Viele der Patienten gehen in Notaufnahmen. Wir wissen, das ist der Hauptunterschied zu anderen Ländern, dass die Wahrscheinlichkeit von den Patienten, die in Notaufnahmen gesehen werden, von Krankenhausärzten,
dass die die Patienten stationär da behalten, der Faktor ist doppelt so hoch wie in anderen Ländern. Also es gehen etwa gleich viele Leute in die Notaufnahmen wie in anderen Ländern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dort nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause geschickt wird, ist halt ungefähr 3/4, während sie bei uns nur 50% ist. Okay, also wenn man es grob sagt, so ein bisschen könnte das auch das Anreizsystem wieder sein im deutschen Gesundheitssystem, was dazu führt, dass die Leute dann eher mal da behalten werden, als nach Hause geschickt werden oder zum Ambulanten. Ja, es sind verschiedene Systeme. Es ist sicherlich die Finanzierung, es geht um Geld, es geht darum, dass die Ärzte in der Weiterbildung ihren Weiterbildungskatalog füllen müssen und es geht auch darum, dass bei uns nachts ganz häufig nur Assistenzärzte da sind, die keine endgültige Entscheidung treffen können und die dann statt den Oberarzt anzurufen, die den Patienten lieber aufnehmen, während in anderen Ländern, etwa in Dänemark, haben die erfahrensten Oberärzte nachts Dienst. Okay, ich würde es dabei belassen, das ist nur, weil die Frage kam jetzt mehrfach rein, soll gar nicht unser Hauptthema sein, aber ist, glaube ich, wichtig, um die Zahlen auch europäisch, die wir jetzt auch nochmal diskutieren werden, einzuschätzen, denn ich finde nämlich gerade die Zahlen aus den Niederlanden und aus UK sehr spannend, die Sie gesagt haben oder gezeigt haben, genau eben diese Faktoren, um die jetzt quasi das Gesundheitssystem Belastung zurückgeht durch den Impfeffekt. Und da würde ich jetzt gerne auch nochmal deutsche Zahlen zu diskutieren, denn wir können ja noch so ein bisschen in die Zukunft gucken. Unsere Welle fängt ja gerade erst an und wir merken es ja in den Inzidenzen schon, aber noch nicht so richtig in den Krankenhäusern. Und Herr Schuppert ist jemand, der auch modelliert hat, wo kann es denn hingehen in Deutschland? Und Herr Schuppert, ich würde Sie direkt mal fragen, wie viel Puffer haben wir in Deutschland? Was sehen Sie da in Ihren Modellen? Wie viel mehr Inzidenz können wir vertragen? Können Sie kurz erklären, welche Modellergebnisse Sie dort haben und welche Faktoren da einspielen, dass diese Unterschiede vielleicht anders sind zu anderen Ländern? Ja, sehr gerne, Frau Halbach. Ich habe dazu ein paar Slides mitgebracht. Vielleicht teile ich die kurz. Die Frage ist nämlich leider nicht ganz so einfach zu beantworten. Die Frage, die uns alle drückt, warum ist es so? Nun, wir haben eine relativ komplexe Ausgangslage und es spielen eben viele Faktoren eine Rolle. Es spielt zum einen natürlich eine Rolle, wie sieht unser Impfstatus aus? Und das Zweite ist, wie sieht das Risiko aus bei einer Infektion, dann eine schwere Erkrankung, intensivpflichtige Erkrankung zu erleiden? Und diese beiden Daten habe ich Ihnen mitgebracht. Zum einen, unser Impfstatus hängt, wie es wir alle wissen, sehr stark vom Alter der Kohorte ab. Und auch der Krankheitsverlauf, das Risiko auf einer Intensivstation zu landen bei Infektion, hier wurden altersstratifiziert, sehen Sie, dass es ebenfalls auch sehr stark vom Alter abhängt. Hier wurden Daten aus Berlin und Aachen verwendet, um diese Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Wenn wir jetzt den Impfstatus hernehmen und mal dann schauen mit Hilfe dieser Risikoverteilungen, wie viele Patienten, wie viele Menschen in Deutschland in den entsprechenden Altersgruppen sind denn noch nicht immunisiert. Also hätten bei Erkrankung ein Risiko, ein echtes Risiko, dann sehen wir, dass in Deutschland doch eine an für sich erschreckend große Zahl, trotz unserer Impfungen, Impfkampagne, eine erschreckend große Zahl von Menschen bisher nur schwach geschützt sind. Insbesondere haben immerhin noch 20 Millionen Menschen ein Risiko, auf die Intensivstation zu landen. Das heißt, sind nicht einmal geimpft. Und das verteilt sich durchaus auch auf Altersgruppen, die durchaus noch bei Infektion ein erhöhtes Risiko haben. Und wenn wir diese Risikofaktoren auf diese Zahlen loslassen, dann sehen wir in der Tat, dass wir heute noch 200.000 Menschen zwischen 18 und 59 Jahren und 182.000 Menschen mit 60 plus ungefähr in Deutschland haben, die, wenn alle infiziert werden, die nicht durch Impfung oder Genesung geschützt sind, dann im Laufe der Zeit noch auf der Intensivstation landen, wenn sich keine dramatischen Änderungen in der Aufnahmepraxis bzw. Therapiepraxis ereignen. Das heißt, das sind durchaus eigentlich sehr Zahlen, die keine Freude machen.
Man kann sich jetzt fragen, wie kommen solche Zahlen zustande und wie kann man jetzt ausrechnen, wie kann man modellieren, welche Faktoren eine höhere Inzidenz zum Beispiel erlauben, was muss man berücksichtigen, wenn man diese Zahl 200 ist das neue 50 oder so, wenn man solche Aussagen machen will. Da spielt natürlich zum einen die Impfquote eine Rolle. Das heißt, die Frage ist, wie viele Menschen sind mit erster und zweiter Impfung geschützt. Dann spielt aber auch eine große Rolle der Impfschutz vor Infektion. Wir wissen, dass auch die zweite Impfung nicht zu fast 100% vor einem schweren, intensivpflichtigen Verlauf schützt, aber eben nicht vor einer Infektion, die dann im PCR-Test nachgewiesen werden kann. Hier schwanken die Zahlen von zwischen 70% und 90% Schutz insgesamt. Das heißt, selbst bei einer 100%igen Impfung werden wir immer noch mit der Delta-Mutante Menschen haben, die sich infizieren können. Das heißt, wir werden Inzidenzen haben, aber es wird von denen praktisch niemand mehr so schwer erkranken, dass er zumindest auf der Intensivstation behandelt werden muss. Ein weiterer Faktor, der berücksichtigt werden muss, ist die Altersverteilung der Infektionen. Hier spielt natürlich zum einen herein, dass die Impfquoten sehr stark altersabhängig sind. Es spielt aber natürlich auch der Faktor herein, in welchen Altersgruppen spielen sich denn wird die Infektionsdynamik getrieben. Hier ist ja gerade in den Niederlanden und in Großbritannien sehen wir sehr deutlich, dass in den letzten Wochen, Monaten die Infektionen hauptsächlich von jüngeren Altersgruppen getragen worden sind, die naturgemäß natürlich ein sehr, schon per se auch ohne Impfung, sehr niedriges Risiko für eine schwere Erkrankung haben. Das sehen wir zum Teil auch jetzt tatsächlich in Deutschland. Dann spielt eine weitere kleinere Rolle die Genesenenquote, weil auch Genesene dann einen Immunschutz genießen, zumindest vor schwerer Erkrankung, und die dunkle Ziffer, die wir leider nicht können. Wenn wir alle diese Faktoren, wir haben alle diese Faktoren jetzt in ein Modell integriert und dann einmal die Zahl, die Sie wahrscheinlich alle interessiert, ausgerechnet. Was passiert, wenn welcher Faktor für verkraftbare Inzidenzen im Vergleich zur zweiten, dritten Welle können wir uns erlauben? Und wir haben der Einfachkeit halber hier in dem Bild, habe ich angenommen, dass die Infektionsverteilung sich auf alle Altersgruppen, alle nicht immunisierten Menschen in jeder Altersgruppe gleichmäßig verteilt. Das heißt, nicht speziell jetzt bei den jüngeren Menschen besonders viele Infektionen auftreten. Und Sie sehen hier, ohne Impfung finden wir natürlich eins. Wenn wir jetzt die Impfquoten von 23.07. reinnehmen, dann bekommen wir einen Faktor 2,5 vielleicht bis 3. Und Sie sehen hier schon, dass es darauf ankommt, welchen Impfschutz wir annehmen. Das heißt, mit welchem Risiko werden auch immunisierte Menschen, die zwei Impfungen erhalten haben, noch eine Infektion davontragen, wenn dieser Impfschutz klein ist, wie es zum Beispiel eher bei AstraZeneca-Impfungen berichtet wird, wie die in Großbritannien ja primär verimpft worden sind. Dann werden wir mehr Infektionen sehen, die aber dann milde verlaufen werden. Das heißt, wir können dann eine höhere Inzidenz formal verkraften, die dann nicht auf die Intensivstation durchschlägt. Wenn wir stärker impfen, wenn wir zum Beispiel dann in der 35- bis 60-Jahre-Kohorte 75% Impfungen annehmen, 85% haben wir heute schon in der 60-Jahre-Kohorte. Plus, dann können wir bis zu einem Faktor 4, zwischen einem Faktor 3 und einem Faktor 4 liegen. Und wenn wir es schaffen sollten, die Impfquoten noch deutlich höher zu treiben, also auf 85% in der Altersgruppe zwischen 35 und 60 Jahren und 95%, also sicher ein Traumziel, in der Altersgruppe über 60 Jahren, dann sehen wir, dass wir noch einmal deutlich höhere Inzidenzen verkraften könnten, ohne dass wir bei gleicher Belastung der Intensivstation. Sie sehen, es gibt leider keine ganz so einfache Antwort. Dieser Faktor hängt von verschiedenen Faktoren ab und sehr deutlich. Und wir müssen das berücksichtigen, wenn wir die entsprechenden Maßnahmen dann designen wollen.
Es kommt dann oft die Frage, nun in Großbritannien haben wir sehr hohe Inzidenzen gehabt, aber sehr wenig Intensivpatienten. Herr Busse hat gerade da, die Daten gezeigt. Ich möchte darauf hinweisen, dass von Modellierungsseite auch die Frage ist, warum sind unsere Modelle so pessimistisch? Nun, ein wesentlicher Grund für den, sagen wir, Anführungszeichen Pessimismus ist einfach, dass wir hier die Daten vom Office of National Statistics, dass gerade in Großbritannien, insbesondere in den vulnerablen älteren Altersgruppen, ein sehr, sehr hoher Infektionsschutz schon besteht, im Gegensatz zu eben zu Deutschland, und das trägt mit Sicherheit dazu bei, dass die Intensivbelastungen in Großbritannien sehr niedrig gewesen sind im bisherigen Verlauf. Und das Zweite sicherlich trägt dazu bei, dass ein großer Teil der Infektionen, insbesondere bei jüngeren Bevölkerungsgruppen, aufgetreten sind. Und so dass man sagen kann, beide Faktoren haben sicher wesentlich dazu beigetragen, dass bisher die Belastung des Gesundheitssystems in Großbritannien sehr niedrig war. Von diesen Annahmen können wir leider in Deutschland im weiteren Verlauf nicht unbedingt ausgehen, sodass wir eben damit rechnen müssen, dass dieser Faktor eben niedriger ist als den wir im Moment in Großbritannien beobachten. Soweit möchte ich meine Ausführungen und ich möchte dann zurückgeben an Frau Halbach. Vielen Dank. Ich kann Ihre Fragen beantworten. Genau. Könnten Sie noch einmal die Bildschirmübertragung dann wieder beenden? Ja. Ich fasse nochmal zusammen. Sie haben jetzt vor allen Dingen den Altersfaktor als einen sehr großen Unterschied herausgearbeitet, der jetzt zwischen der Situation in Großbritannien und in Deutschland besteht, dass eben nicht dieser hohe Puffer auch auf Deutschland gleichzeitig übertragbar wäre. Haben Sie denn mal Ihr Modell mit den UK-Daten gefüttert und geguckt, ob Sie da auf den gleichen Verlauf kommen würden, wie es jetzt ist? Also wenn Sie jetzt die Impfquoten zum Beispiel in den Altersgruppen annehmen würden in Ihrem Modell, kommen Sie dann ungefähr auf den gleichen Verlauf wie in UK? Also haben Sie das validiert? Ja, da kommt man so ungefähr. Also das haben Sie gemacht, okay. Ja, das muss natürlich, wie Herr Busse ja gesagt hat, auch sagen, die Aufnahmepraxis ist ein bisschen anders. Also das kommt ja auch noch dazu, aber man sieht dann schon, dass man in UK deutlich drunter liegt. Herr Althaus, wir haben im Vorab auch schon ein paar Faktoren diskutiert, die eben gerade die Modellierung beeinflussen. Wie plausibel, vielleicht können Sie da jetzt einfach nochmal drauf eingehen, sind die Faktoren, die Herr Schuppert so vorgestellt hat, und fehlen Ihnen da noch welche? Nein, ich glaube, das sind ein paar wichtige Faktoren, sicher die Impfungen und die Impfrate in den unterschiedlichen Altersgruppen. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass da überall relativ große Unsicherheit bestehen, also auch was den Impfschutz der unterschiedlichen Impfungen anbelangt mit den neuen Varianten. Wir sprechen jetzt auch über die Situation im Herbst und im Winter. Wahrscheinlich werden wir dann wieder eine neue Variante haben und nicht mehr Delta. Also das könnte das Ganze auch wieder etwas verändern. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch, dass wir wahrscheinlich meist kein sehr gutes Bild haben der Bevölkerung, welche nicht geimpft sind. Ist das, was die Gesundheitsfaktoren oder Zusatzerkrankungen anbelangt, ist das eine durchschnittliche Bevölkerung? Oder wenn jetzt beispielsweise ältere Leute sich nicht impfen, sind das die älteren, noch relativ fitten Leute, die dann auch ein tieferes Risiko für einen schweren Verlauf haben? Und da gibt es wirklich relativ große Unsicherheiten. Deshalb ist es einfach schwierig, hier wirklich längerfristige Prognosen zu machen. Also nochmal bezogen auf die Daten, die Herr Schuppert gerade gezeigt hat, es könnte zum Beispiel sein, dass diese Riesengruppe von 18 bis 59 sind es ja, dass da vor allem die, sagen wir mal, 50 bis 59-Jährigen geimpft sind und dann auch noch die sowieso ein Risiko für einen schweren Verlauf hätten, auch in der gesamten Gruppe, sodass da eigentlich das Risiko also mehr gemindert würde, als man annehmen würde, wenn man das gleich verteilt über die Riesengruppe von 18 bis 59, weil da ist ja ein Riesengefälle im Risiko. Das ist so quasi. Wir haben keine besseren Daten in Deutschland, oder Herr Schuppert? Nein, leider nicht. Also es gibt leider nur die Kohorte 18 bis 59, die publiziert ist, deutschlandweit zumindest vom Robert-Koch-Institut. Okay.
Ich würde gerne nochmal, Herr Althaus, auf das zurückkommen, was Sie am Anfang gesagt haben, dass eben gerade die Hospitalisierungsraten auch ein wichtiger Faktor sein können, jetzt um die vierte Welle zu beobachten, also die vierte Welle in Deutschland. Ist es da nicht von Nachteil, dass das sehr weit nachläuft, ist die Frage von außen. Also Inzidenzen sieht man irgendwie schnell, dann kommen nach einer Woche vielleicht die ersten ins Krankenhaus, dann später noch auf die Intensivstation. Ist es trotzdem aussagekräftig? Also ist quasi der Puffer dann groß genug, um dann noch reagieren zu können, wenn man die Hospitalisierungsrate anlegt? Ja, diese Frage wurde auch bei den Q&A gestellt. Ich habe da eine kurze Antwort gegeben. Also es ist natürlich so, dass eine zeitnahe Erhebung der Daten sehr wichtig ist und dass die öffentlich zur Verfügung gestellt werden, auch für die Forschung. Was jetzt die Hospitalisation anbelangt in der Schweiz, wird das sehr gut gemacht. Also eine altersabhängige regionale Aufsplittung der Hospitalisation mit sehr wenig Verzögerung. Also was tatsächlich passiert ist, dass die Personen etwa 5 Tage nach einer Infektion Symptome entwickeln, dann vielleicht am 7., 8. Tag lassen sie sich testen, dann am 9. Tag kommt dann das in die Statistik. Und wenn diese Personen ins Spital müssen, dann ist das am 10. oder 11. Tag. Also die Zeit zwischen dem bestätigten Fall und der Hospitalisation ist eigentlich nicht so groß. Von daher hat man ein relativ gutes Bild oder nicht ein wesentlich schlechteres Bild, als wenn man die bestätigten Fälle anschaut. Man hat ein sehr präzises Bild, weil sich diese Fälle eben sehr gut ermessen lassen und dann sehr repräsentativ sind für die tatsächliche Epidemie, die vor sich geht. Und wenn man diese Fälle hat, dann sieht man diese auch. Also in der Schweiz gibt es jetzt, ich glaube, etwa 10 Hospitalisationen pro Tag. Also das sieht man dann schon, ob die jetzt tatsächlich auf 15 oder 20 ansteigen oder nicht. Das sind eigentlich gute Daten. Und natürlich sieht man dann auch die Trends, wie schnell sich diese Zahlen verdoppeln. Also wenn man natürlich wieder in einer beispielsweise wöchentlichen Verdoppelung ist, dann ist klar, dass man sehr frühzeitig handeln muss. Aber wenn diese Zahlen langsam ansteigt, dann bleibt auch wirklich Zeit, um dann noch zu reagieren. Herr Busse, wie sieht die Datenlage denn in Deutschland aus zu den Hospitalisierungsraten? Ich meine, wir haben die Altersgruppenverteilung ist schon eher schlecht, sage ich mal, um jetzt da abschätzen zu können, wie gut die Impfquote in den einzelnen Altersgruppen ist. Wie sieht es denn dazu aus? Ich meine, da gab es jetzt eine neue Verordnung. Sie hatten auch kurz schon mal auf unsere Anfragen dazu geantwortet. Vielleicht noch einen ganz kurzen Exkurs dahin. Sie sind noch gemutet. Genau. Also meines Erachtens müsste die deutlich besser sein. Also auch mit der neuen Verordnung ist man ja wieder nur einen halben Schritt gegangen, weil da jetzt nur die Aufnahmen betrachtet werden. Also wir wissen zwar in Zukunft potenziell besser und schneller, welche Personen überhaupt ins Krankenhaus kommen. Aber ob die dann einen Tag da sind oder 20 Tage da sind, ob sie zwischendrin auf Intensivstationen kommen und beatmet werden, das wird ja nicht erfasst. Und da ist man eigentlich nur einen halben Schritt sozusagen gegangen und das würde man sich vorstellen. Also sprich alles, was wir von den Intensivstationen wissen und selbst da ist es ja schon so, dass die Daten, die wir mit Zeitverzögerung vom INEC bekommen, sozusagen die abgerechneten Daten, stimmen ja gar nicht überein mit dem im Intensivregister vorhandenen Daten. Da fängt es ja schon mal an, welchen Daten traut man eigentlich mehr. Und beide Datenquellen, muss man sagen, also sowohl die Abrechnungsdaten, die wir vom INEC bekommen, als auch die Divi-Daten, dürfen wir nicht vergessen, sind fallbezogene Daten und keine personenbezogene Daten. Also sprich ein Patient, der verlegt wird von einem Krankenhaus ins andere, der zählt doppelt. Und das passiert bei den Covid-Patienten relativ häufig. Und das müssen wir natürlich sozusagen mit im Hinterkopf behalten. Wenn wir uns Fallzahlen angucken, beim Divi-Register kommt ja noch hinzu, dass interne, also innerhalb eines Krankenhauses Verlegung hin und her, also Patient ist auf Intensiv, geht wieder zurück auf Normalstation, kommt wieder auf Intensivstation, der zählt ja sogar dann auch noch doppelt. Also da ist unsere Datenlage, weil wir ja natürlich eigentlich denken, wir alle, das sind personenbezogene Daten, aber sind eben fallbezogene Daten. Und da hat sich leider nur in einem kleinen Punkt jetzt was verbessert. Vielen Dank. Es kommt eine Frage von außen, die ich vielleicht an Herrn Schubert und Herrn Althaus richten würde. Wir haben in den vergangenen Wellen ja gesehen, dass sich zunächst vor allem junge Menschen mit geringem Risiko für Krankenhaus und Tod infiziert haben. Aber im Laufe der Welle ist doch immer bisher wieder übergesprungen ist auf die höheren Altersgruppen. Müsste man dann nicht sagen, man weiß jetzt zum Beispiel in UK noch gar nicht, inwiefern dieser Effekt noch kommen wird, weil sich dort eben bisher hauptsächlich die Jungen infiziert haben? Oder gehen wir davon aus, kommt nicht mehr, weil eben so gut durchgeimpft ist? Könnten Sie dazu noch was sagen?
Ja, da kann ich vielleicht was dazu sagen. Da sind wir gerade dabei. Also es gibt in der Tat ist damit zu rechnen, dass auch zunehmend, wenn die Jungen sich infizieren, dass die Infektionen dann auch überspringen werden. Also man müsste schon eine extrem gute Brandmauer aufbauen, sozusagen, um das abschirmen zu können. Das wird sehr wahrscheinlich nicht gelingen. Es gibt trotzdem einen Unterschied, das kann man sagen, dadurch, dass gerade die älteren Altersgruppen doch sehr, sehr hohe Impfquote haben, halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass sich innerhalb dieser Altersgruppe eine eigenständige Welle aufbauen kann. Das heißt also, wir hatten es in der zweiten Welle, gab es ja den Fall, dass eine Infektion, sagen wir, in ein Altersheim eingetragen worden ist und dann sich zwischen den Menschen mehr oder weniger lawinenartig eine eigene Infektionswelle aufgebaut hat. Das dürfte deutlich weniger ausgeprägt sein. Also ich denke, dass wir innerhalb der Pflegeheime, Altersheime, also der hochbetagten Patienten, Menschen, dass da mehr oder weniger so eine Quasi-Herdenimmunität beinahe erreicht werden könnte, dass also das nur noch sehr langsam sich eine eigenständige Welle ausprägt, sodass also wirklich die Infektionen von außen eingetragen werden. Eine größere Sorge bereitet mir da die Altersgruppe zwischen 60 und 80, die ja so die in den Intensivstationen eigentlich das höchste Risiko hat. Und diese Altersgruppe ist zwar zum größten Teil nicht im Altersheim, sondern das sind Menschen, die ganz normal einkaufen gehen, Konzert gehen, Kneipe gehen, Wirtshaus gehen, Restaurant gehen, ja, und reisen. Und diese Menschen, die haben den ganz normalen Kontakt zu allen. Also da kann man es schon sagen, das wäre sicher klug, wenn sich gerade die nicht Geimpften oder nicht Immunisierten da schützen würden. Herr Althaus, das, was Herr Schuppert gerade beschreibt, dass diese Welle nicht einfach so durchlaufen wird, das hatte ich auch so ein bisschen schon in unserer Zusammenfassung anklingen lassen. Kann es sein, dass wir mittlerweile regional zumindest so eine natürliche Grenze erreichen können mit den Inzidenzen? Weil das, was man in UK sieht, ist, dass manche, ich nenne es jetzt mal Kreise, auf Deutschland übertragen oder Provinzen, wie auch immer, ich weiß gerade nicht, wie es in UK heißt, dass die Inzidenzen erst hochgingen, aber dann wieder runter und auf einer relativ, naja, niedrig, also 100er, 200er Inzidenz sich einpendeln. Aber dieses exponentielle Wachstum, obwohl keine Maßnahmen eingezogen werden, eben gar nicht mehr sich ausbreiten kann. Kann es sein, dass einfach zu wenig Leute mittlerweile regional da sind, die sich das Virus schnappen könnte? Also gibt es eine natürliche Obergrenze? Ja, ist eine sehr schwierige Frage und ich glaube, die jetzige Situation ist schwierig zu interpretieren. Wir hatten auch die Europameisterschaften. Wir sehen ja jetzt diesen Effekt, wie überall die Zahlen angestiegen sind und in einigen Ländern oder Regionen gehen sie plötzlich wieder runter und da könnte das eine Rolle spielen. Und daneben auch die Sommerferien und das unterschiedliche Testverhalten. Also dass tatsächlich so etwas wie eine Herdenimmunität regional erreicht wird, dass ohne irgendwelche Maßnahmen, dass es zu einem Rückgang der Infektionen kommt. Ich glaube, das ist noch zu früh. Also jetzt müssen wir auch im Sommer noch mit ansteigenden Zahlen rechnen und dann im Winter mit einer beschleunigten Ausbreitung des Virus und dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wird es zu einer gewissen Balance kommen in verschiedenen Ländern, Regionen und dann auch weltweit, wo möglicherweise das Virus über den Sommer tatsächlich nur noch wenig zirkulieren wird. Aber ich denke schon, im Moment sind alle Regionen in Europa noch in einer Situation, wo sich das Virus ohne Maßnahmen gut ausbreiten kann. Okay. Es ist ja schon Länder wie Slowenien etwa gibt, wo eben doch die, also sozusagen schon sehr, sehr hohe, also im Vergleich zu unseren Ländern, sehr, sehr viel Prozente sich ja auch tatsächlich im Laufe der Zeit testpositiv waren, deutlich mehr als bei uns. Also die Genesenen quasi muss man auch mal noch mit draufrechnen auf die Immunisierten, also durch Impfung Immunisierten. Ja. Herr Busse, da Sie gerade schon dran waren, ich habe noch eine Frage an Sie. Wenn wir jetzt sagen, ja okay, das Gesundheitssystem wird jetzt von der nächsten Welle auch gar nicht mehr so doll belastet sein können wie zum Beispiel den ersten Wellen, also wir haben ein bisschen mehr Puffer, heißt das ja aber trotzdem, wir lassen einfach auch eine höhere Anzahl, also wirklich absolute Anzahl an Infizierten zu und bisher war ja diese 50er-Grenze auch immer diskutiert im Rahmen von Kontaktnachverfolgung, also dass die Gesundheitsämter
das eben nur schaffen. Es wäre ja aber trotzdem wichtig, selbst wenn wir höhere Inzidenzen aufgrund des Gesundheitssystems zulassen könnten, dass wir die Leute noch nachverfolgen können, die auch wirklich infiziert sind, damit die in Quarantäne gehen, damit die eben nicht dann rumrennen und dann wiederum weitere Infektionsketten anstoßen können. Inwiefern wissen wir denn, dass das bei höheren Inzidenzen dann überhaupt noch klappen wird? Und haben wir da irgendwie in Deutschland eine Übersicht mittlerweile? Sind wir da besser aufgestellt? Herr Busse, ich frage einfach mal an Sie. Ach, schön wäre es, wenn man das genau wüsste. Man würde ja denken, dass der öffentliche Gesundheitsdienst nach anderthalb Jahren auch dazugelernt hat und irgendwie seine Effizienz gesteigert hat. Vielleicht auch tatsächlich, dass sie tatsächlich mal sich Computer und Internetzugänge beschafft haben. Womit man dann annehmen sollte, dass natürlich, wenn sie vor einem Jahr nur 50, also bis 50 das geschafft haben, dass deren Grenze jetzt ja auch höher liegen sollte. Das wäre ja zu hoffen. Also das konnte man damals ganz klar durchrechnen, dass das tatsächlich auch eine gut durchkalkulierte Zahl war. Ich habe jetzt aber, muss ich sagen, auch nichts mehr wieder gehört, wie sich deren Kapazitäten so verbessert haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass zumindest die initiale Hinzuziehung von zusätzlichem Personal, also ich habe das ja bei meinen Public Health Studenten gesehen, die dann auch in den Gesundheitsämtern gearbeitet haben, dass das sogar eher nachgelassen hat. Ich bin mir also nicht so ganz sicher über die Kapazitäten des ÖGD. Herr Schubert, haben Sie da irgendwie für die Modellierung noch eine Ahnung? Haben Sie da bessere Quellen? Nein, also ich glaube, das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt. Die 50 war ja nicht irgendwie, die hatte ja nichts mit den Intensivstationen oder Krankenhäusern zu tun, sondern das war ja, basierte ja auf der Rückverfolgbarkeit durch die Gesundheitsämter und da spielt eigentlich die Impfung, Nicht-Impfung überhaupt keine Rolle. Erstmal von der Seite der Krankenhäuser, schweren Fälle, kann man sagen, wäre es höchste Zeit, wenn gute, belastbare Daten zu bekommen. Und die Unsicherheiten, die wir haben, möglichst schnell auszuräumen. Also ich glaube nach wie vor, dass die Inzidenzen ein gutes Maß sind, besonders in Deutschland, wo wir ja die Aufnahmedaten nicht haben, zumindest nicht in guter Qualität haben, glaube ich, sind die Inzidenzen mit noch ein auf jeden Fall ein guter, schneller Marker, den man nicht vernachlässigen sollte, wenn man ihn richtig gewichtet. Herr Althaus, wie gehen Sie da in der Schweiz mit um? Gibt es die Diskussion? Also, dass man irgendwann an den Punkt kommen könnte, dass die Inzidenzen so hoch werden, dass es gar nicht mehr handelbar ist, also nicht vom Gesundheitssystem, sondern eigentlich Nachverfolgbarkeit. Und vielleicht in UK sieht man das ja jetzt auch schon, dass die Supermärkte irgendwie eine Ausnahmeregel bekommen, dass die MitarbeiterInnen nicht in Quarantäne müssen, weil sonst einfach gar kein Personal mehr da wäre. Haben Sie das auch in diese Überlegung mit einbezogen, wie viele man toleriert an hospitalisierten PatientInnen? Ja, ich kann mir vorstellen, das spielt etwas eine Rolle bei diesen Überlegungen, auch dass man eben verstärkt auf den Hospitalisationen konzentriert. Es gibt aber nicht wirklich eine Diskussion im Moment, weil ich vermute eigentlich schon, dass man in vielen Ländern in Europa im Herbst oder dann später im Winter diesen Punkt erreichen wird, wo man sich schon die Frage stellt, müssen wir jetzt wirklich noch alle Leute testen und zählen wir überhaupt noch oder haben wir genügend Tests? Weil es kann schon dazu kommen, dass das Virus sehr stark zirkulieren wird oder in den jüngeren Altersgruppen und dann vor allem Kindern. Und dann ist es eben wichtig, wirklich auf die Hospitalisation zu schauen. Und man muss, es wird dann einen Punkt geben, vermutlich, wo der Verlauf der bestätigten Fälle nicht mehr sehr informativ ist. Und dann muss man sehr vorsichtig sein, dass man wirklich wieder gute Indikatoren verwendet. Also in vielen Ländern spricht man ja auch vom R-Wert und der wird dann berechnet, normalerweise aufgrund der bestätigten Fälle. Auch das kann teilweise problematisch sein. Und wenn es wirklich dazu kommt, dass die bestätigten Fälle den Verlauf der Epidemie nicht mehr gut nachzeichnen, dann muss man sich da neue Lösungen überlegen. Und ein R-Wert lässt sich ja auch aufgrund von Hospitalisationen berechnen beispielsweise. Und dann muss man hier vielleicht zu einem Wechsel kommen. Also das ist sicher wichtig und das sollte man frühzeitig ansprechen in meinen Augen, weil das hat dann relativ große Konsequenzen, eben ob man wirklich noch allen Fällen nachgehen möchte, ob die Leute wirklich noch strikt Quarantäne einhalten sollen oder ob es da gewisse Lockerungen gibt, solange die Situation in den Spitälern verkraftbar ist. Vielleicht sollte man auch sagen, war ja auch eine Frage zu Österreich, ob das vergleichbar ist. Und wenn man sich Österreich anguckt, ich hatte das auch reingeschrieben, dann sind halt die Testzahlen deutlich höher als in Deutschland. Also da wird viel, viel mehr getestet. Inzwischen ist der
durchschnittliche Österreicher ja 7-mal getestet worden. Und da sieht man schon, also was ja auch ein guter Indikator ist, von dem auch zu wenig geredet wird, ist halt die testpositiven Rate. Also wie viel werden überhaupt positiv getestet von allen, die gerade getestet werden. Und wenn die halt hochgeht, dann sieht man, dass sich das Testen halt auch mehr auf die tatsächlich Kranken konzentriert. Wenn sie runtergeht, dann wird sozusagen mehr Normalbevölkerung mitgetestet. Und das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Und die liegt in Österreich natürlich, weil sie viel mehr testen, auch deutlich niedriger als bei uns. Auch bei uns war sie schon im Vergleich zu anderen Ländern niedriger, gerade am Anfang. Da war ja in Ländern wie Frankreich war ja am Anfang fast jeder positiv getestet. Genau, halt aus. Ich habe noch eine Frage an Sie, bevor ich einmal so eine Abschlussrunde machen würde, weil es ist schon halb. Irgendwie ist dann doch immer 50 Minuten zu kurz, aber ist ja schön, wenn so viel Interesse da ist. Ich möchte noch mal darauf eingehen. Ich habe es gerade schon mal kurz versucht, in eine Frage mit einzuflechten. Man sieht ja jetzt doch, dass sich das Wachstum ordentlich abschwächt, doch auch schon wieder. Also in UK sieht man, dass die Fallzahlen sogar schon wieder sinken, ohne dass jetzt irgendwie der Freedom Day zurückgenommen wurde. Und in Deutschland sieht man eben auch, dass das Wachstum nicht mehr bei 50-60, sondern jetzt eher bei 30-40% liegt. Offenbar Niederlande wohl auch, sagt ja auch jemand. Warum ist das so? Also warum gehen jetzt die Inzidenzen schon wieder runter oder die Wachstumsraten runter? Ist es eine Art von Verhaltensänderung? Ist es wirklich nur auf die Impfung zurückzuführen? Welche Faktoren würden Sie da diskutieren, warum diese Entwicklung gerade so ist, wie sie ist? Ja, danke. Also ich habe das vorher kurz angesprochen. Eben in meinen Augen muss man da schon sagen, dass es vermutlich einen Zusammenhang gibt mit den Europameisterschaften, weil in vielen Ländern sind wirklich mit den ersten Spielen diese Zahlen sehr rasch angestiegen und sobald dann die EM vorbei war, sinken die Zahlen wieder und man hat ja auch das Publikum gesehen und die Public Viewings, da gibt es natürlich dann wirklich vermehrt Situationen von Übertragung, gerade unter jungen Leuten, also in der Schweiz konnte man das sehr gut sehen, auch mit einer Tendenz gegenüber männlichen Infizierten, was man vorher so nicht gesehen hat. Das kam dann gleichzeitig mit verstärkten Lockerungen und natürlich auch mit der Vorferienperiode, wo sich vielleicht viele Leute noch getestet haben, dass sie dann in die Ferien kommen und dann das Testverhalten über die Sommerferien ist etwas unterschiedlich. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen und da werden wir dann nach den Ferien, also Ende August, September, wieder ein bisschen ein besseres Bild haben, wenn die Kinder auch wieder in der Schule sind, wie hoch die Inzidenz dann tatsächlich ist in den unterschiedlichen Altersgruppen. Und auch hier, denke ich, wieder macht es einfach Sinn, auf die Hospitalisation zu schauen, weil das ist die tatsächliche Belastung des Gesundheitswesens und dieser Anstieg oder kurzfristige Rückgang der bestätigten Fälle, der kann oft sehr trügerisch sein. Das hat sich auch im letzten Jahr gezeigt und deshalb sollte man die Indikatoren im Gesundheitswesen sehr gut im Auge behalten. Aber nochmal die Frage, kann es jetzt nicht sein, also ich finde ja das irgendwie total die plausible Hypothese, so okay, wenn Sie sagen, nee, kann doch nicht, dass es einfach jetzt regional schon einfach die Impfung ist, weil so viele Menschen gerade schon geimpft sind in verschiedenen Bubbles, nenne ich sie jetzt mal, und dann infizieren sich da die 10, die sich noch infizieren können, jetzt in der Welle und dann ist aber auch gut, weil der Rest ist halt geimpft. Also ich denke schon, dass es Regionen gibt, wo relativ viele Leute geimpft sind, wo vielleicht auch viele Leute bereits infiziert wurden in den letzten 18 Monaten und dann aufgrund eines bestimmten Verhaltens es nicht zu vielen Infektionen kommt. Aber ich denke schon, dass es zu früh ist, ohne irgendwelche Maßnahmen nicht einen Anstieg der Zahlen zu erwarten. Und natürlich in vielen Ländern und vor allem in Deutschland gibt es ja auch Maßnahmen. Also es gibt die Masken im öffentlichen Verkehr beispielsweise oder es wird mit diesem Zertifikat gearbeitet. Und das ist ja eben auch sehr sinnvoll. Und so kann man vielleicht in gewissen Regionen über den Sommer eine Stabilisierung erreichen. Aber im Winter gehe ich davon aus, dass eigentlich die Zahlen in allen Regionen in Europa ansteigen werden. Die Frage ist einfach, ob es nochmals zu einer Überlastung des Gesundheitswesens kommen kann oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wäre das sehr gut und man könnte mit sehr wenigen Maßnahmen durch den Winter kommen. Sie haben jetzt fast schon das Abschlussstatement gemacht. Ich frage Sie gleich trotzdem nochmal. Ich fange aber bei Herrn Schuppert an. Und zwar wäre meine Abschlussfrage, wie gut vorbereitet gehen wir denn jetzt in die nächste Welle und welcher Aspekt verdient vielleicht in der jetzigen Diskussion noch mehr Aufmerksamkeit, als er bisher erfahren hat? Ja, ich denke, wir haben natürlich aus den vergangenen Wellen gelernt. Allerdings, wie Herr Busse ja schon gesagt hat, unsere Datenlage ist immer bei weitem noch nicht so, wie sie eigentlich sein sollte.
Und ich glaube, es wäre sicherlich, wir wären klug beraten, die Sommermonate jetzt noch zu nutzen. Wie Herr Althaus gesagt hat, da rechne ich auch nicht mit großen Anstiegen, um uns für den Herbst vorzubereiten und da wirklich belastbare Daten kontinuierlich erfassen zu können, sodass wir dann auch rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können bzw. warnen können. Ich glaube, das wäre ein großer Wunsch. Herr Busse, wie sieht es bei Ihnen aus? Welcher Aspekt verdient mehr Aufmerksamkeit und wie gut vorbereitet gehen wir rein? Naja, ich mache mir um das Gesundheitssystem am wenigsten Sorgen. Das mag jetzt vielleicht viele, viele überraschen, aber ich war ja von Anfang an auch relativ entspannt und habe auch schon gesagt, dass wir auch dieses extra Covid-Krankenhaus in der Messe natürlich auch schon damals, habe ich ja schon letzten März gesagt, gar nicht gebraucht hätten. Also das Gesundheitssystem ist es, glaube ich, nicht, sondern wir müssen uns wirklich überlegen, und da sind natürlich unsere Daten noch zu schwach, ob nicht Richtung Long-Covid, wo wir jetzt so entspannt sind und mit den Kindern, die zwar nicht auf Intensivstationen kommen, aber was da noch passiert. Also deswegen ist natürlich jede vermiedene Infektion jenseits der Belastung oder Nichtbelastung des Gesundheitssystems ist wichtig. Und als Bürger, ich habe zwar keine schulpflichtigen Kinder, aber mache mir schon Sorgen. Also hier im Nordosten beginnt jetzt schon wieder die Schule. Und ich zumindest habe nicht mitbekommen, dass in den Schulen jetzt fieberhaft Lüftungsanlagen und so weiter eingebaut worden sind. Also als Bürger denke ich schon so ein bisschen, die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass wir wieder den Sommer wie letztes Jahr doch ein bisschen verschlafen. Herr Althaus, für Sie noch einen letzten Schlusssatz. Ja, ich kann mich dem vielleicht etwas anschließen, was Herr Busse gesagt hat. Also in meinen Augen ist es sehr wichtig, dass man jetzt die Diskussion führt, die man eben im letzten Sommer nicht geführt hat, weil man dachte, dass das Problem sei bereits gelöst. Und auch heute gibt es wieder diese Stimmen und man muss schon damit rechnen, dass es in den meisten oder in allen europäischen Ländern auch in diesem Winter nochmal zu einer starken Belastung kommen wird und auch zu einer relativ hohen Anzahl Todesfälle. Aber das wird machbar sein mit relativ milden Maßnahmen. Aber man muss sich sehr gut überlegen, was man zu welchem Zeitpunkt machen möchte, um einerseits die Gesundheit und das Spitalwesen zu schützen, aber eben auch die gesellschaftlichen Freiheiten, dass man den Unterricht der Kinder wirklich sicher garantieren kann, ohne dass das Virus gerade extrem schnell durch die Schulen durchrast. Diese Diskussion muss man jetzt führen und dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass man dieses Jahr viel besser vorbereitet in den Herbst gehen kann. Vielleicht ganz praktisch noch, was macht die Schweiz ab 120 Hospitalisierungen pro Tag? Ja, da fragen Sie vielleicht die falsche Person. Also diese Diskussionen kommen jetzt auch langsam. In der Schweiz ist eigentlich gerade im Vergleich zu Deutschland der Tenor klar, dass man nur noch sehr wenige Maßnahmen möchte, dass man sicher nicht mehr Schließungen möchte. Ich versuche diese Diskussion so zu beginnen, dass es jetzt wichtig ist, die Freiheit der Geimpften zu schützen. Geimpfte Personen sollten eigentlich keine Einschränkungen mehr haben. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass man mit dem Covid-Zertifikat wahrscheinlich vermehrt arbeiten muss. Natürlich eine etwas dystopische Vorstellung, dass man da ein Zertifikat braucht, um gewissen Tätigkeiten oder nachzugehen oder Veranstaltungsorte zu besuchen. Aber ich glaube, das wird diesen Winter an vielen Orten noch nötig sein, wenn man wirklich umfassende, strenge Maßnahmen verhindern möchte. Und dann in den nächsten Jahren kann man wahrscheinlich auch darauf verzichten. Vielen Dank. Vielen Dank auch in die Runde, Herr Schubert, Herr Busse und Herr Althaus. Danke, dass Sie da waren. Wie gesagt, wir haben das mitgezeichnet, aufgezeichnet und werden das so schnell wie möglich transkribieren, auf der Website zur Verfügung stellen. Und Herr Busse, Herr Schubert, Sie stellen mir noch das zur Verfügung, was ich wiederum den JournalistInnen weiterleiten darf an Material von dem, was Sie gezeigt haben. Wenn Sie das haben möchten, schreiben Sie einfach eine kurze E-Mail an redaktion@sciencemediacenter.de und dann leite ich Ihnen das direkt weiter. Dann können Sie da auch nochmal detailliert nachschauen, was die beiden hier vorgestellt haben. Vielen, vielen Dank an Sie drei. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis bald.